glaub, ich bin hier mitten im Hochrisikogebiet. Hochrisikogebiet, Hochrisikogebiet. Das sagte schon der Typ, der unsere Kanzlerin beriet. Wie eine dicke kleine Henne, die sich in einen Fuchs verliebt, leben wir gefährlich im Hochrisikogebiet. Wir leben schon so lange im Hochrisikogebiet. Und jeder weiß, dass es gefährlich ist. Und keiner weiß, wie lang's noch geht. Oh, wie lang noch, oh, wie lang noch, wie lang, wie lang, wie lang, wie lang noch. Erdbeben, Sturm, Flut, Meteorit, alles kann passieren im Hochrisikogebiet. Es hat überhaupt keinen Zweck, wenn jemand durchdreht oder flieht, denn eigentlich ist überall Hochrisikogebiet. Hochrisikogebiet, Hochrisikogebiet. Tino. Na, grüß dich. Warum stehst du hier auf der Straße? Das ist deutlich zu sehen. Warum? Ja, aber mit deinen eigenen Worten. Ja, wir können diesen... Wir stehen ja hier seit April. So, da lief dieser Corona-Wahnsinn ja schon ein Jahr lang. Es ist nicht besser geworden. Und gegen diesen Irrsinn muss ja irgendjemand mal was tun. Und wir waren mit die Ersten, die da angefangen haben. Und wir merken das ja am Zuspruch der Leute auf der Straße. Busfahrer, LKW-Fahrer, BKW-Fahrer, Fußgänger. Dass es richtig ist. Und es wird in letzter Zeit auch immer mehr. Hast du die Erfahrung gemacht, dass du angesprochen wirst, ob das alles einen Sinn hat, hier auf die Straße zu gehen und warum wir das machen? So. Ja, man kriegt hier schon Rückmeldung. Und was sagst du dann zu diesen Leuten? Ja, ich will bloß erstmal sagen, es sind, wenn man das jetzt mal auf Prozente umrechnet, sagen wir 95% positive Rückmeldung. Die Leute sind also einverstanden mit dem, was wir machen. Allerdings trauen sich viele nicht selber mit raus. Das ist das, was mich noch ein bisschen ärgert. Im Moment geht es sowieso nicht durch diese Regel, ne? Aber es kommen ja bestimmt wieder bessere Zeiten. Ja, was soll ich denn sagen? Wir stehen hier hinter diesen Sachen. Wir sehen täglich, sind selber betroffen, beziehungsweise über meine Kundschaft, die Kinder der Kundschaft, die Spaltung der Familien, Eltern, Großeltern, Kinder. Durch diese Impfgeschichte, durch die 2G-Geschichte. Das geht so nicht weiter. Ja. Und ja, wir wollen eben ein Zeichen setzen. Und genau, der Meinung bin ich auch. Ja. Das hast du sehr gut gesagt, Tino. Bis später mal. Alles klar. Yvonnechen, ihr seid weit gereist von Pirna, um die Fans hier zu unterstützen. Ne? Ja. Was motiviert dich immer wieder hierher zu kommen? Ja, die Hoffnung, dass wir damit was erreichen und eine bessere Zukunft entgegensehen können. Dafür kämpfe ich, dafür stehe ich hier gerne. Danke, Yvonne. Wir haben einen Großgewachsenen aus Zittau. Hallo, Thomas. Hallo, Karin. Wie stehst du zu der Sache hier an der Straße mit den Demonstrationen? Ja, man muss zeigen, dass der Widerstand lebt und man muss sich gegenseitig unterstützen und man muss alles tun, dass man den Widerstand zum Erfolg führt, dass die nicht denken, die können mit uns machen, was die wollen. Das ist sehr schön, Thomas. Danke für dein Statement. So, Burglinde und Markus, meine liebe Burglinde, weswegen stehst du hier? Ja, Tag ein, Tag aus, nicht, aber jeden Freitag? Ich stehe hier für Frieden, Freiheit und Demokratie. Und ich möchte keinen Zwang und ich bestimme selbst über meinen Körper. Das ist sehr gut, danke. Pension, warum stehst du heute hier? Ja, gegen die ganzen Maßnahmen, die sie uns aufdrängen. Ich bin Ihnen mit einverstanden. Das ist sehr schön. Welche Maßnahmen meinst du insbesondere jetzt? Dass sie dich zwingen wollen zur Impfe oder? Erstmal die Impfzwang bin ich dagegen und dann heißt es ja auch, was jetzt vielleicht abgeschafft wird. Die Ungeimpften sind schuld und die Geimpften, die die Uhr anstecken, dürfen überall hin und verbreiten das. Und dann heißt es immer, die Ungeimpften sind schuld, dass sie sich weiter verbreiten. Das sehe ich ganz anders. Das ist gut, dass du das so siehst. Danke dir. Sag's nochmal. Freiheit statt Sozialismus. Ein kurzes, gutes Statement. Danke dir. Bitte schön. Vorrednerin anschließen und dass alles wieder halbwegs normal wird. Vor allem wieder frei leben können und dann passt das alles schon, oder? Ja. Genau, du bist ein junger Mensch und für dich ist es ja noch wichtiger als für uns Alte,
aber es ist auch gut, dass junge Menschen hier mit dran teilnehmen.